jeder Kurve in der Abfahrt Gegenverkehr vermutest und da rumschleichst und erst einen langen Hals machst und die anderen halt schon 2 Kilometer weiter, wenn du da unten rauskommst. Ja? Ja, wenn du jetzt im Hotelzimmer sitzt und sagst, ist es vielleicht schlau, mit 95 km/h einen Berg runter zu fahren auf 21 mm breiten Reifen mit einer klassischen Seilzugbremse, dann wirst du für dich sagen, ist nicht wirklich schlau. Aber in der Rennsituation hast du ja keine Gedanken mehr.